Or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Yo, und willkommen zurück zu einem weiteren Teil GTA Online Party Time. Heute haben wir einen Bike-Stunt-Parcours vom lieben Wasteland Metal. Die Map ist in der Beschreibung verlinkt und ich mach die alleine heute wieder. Und jetzt hauen wir mal die ganze Scheiße runter hier. Hoffentlich habt ihr Spaß dabei, das anzugucken. Und ich hab Spaß dabei, die Map zu verkacken wieder mal. So, natürlich mit der Party. Natürlich ungetuned. Und nun hauen wir mal die... Boah, scheiße. Ja, toll. Ja, toll, ich fahre schon wieder gegen allen Scheißdreck. Und jetzt... Bumm, Pfosten. Ich nehme wieder allen Scheiß hier mit. Leute, schaut. Ich brauch das Ding gar nicht. Oh, egal, ich nehme einen Sprung mit. Eigentlich eine ums... Sonst gebaute Rampe. Hier hoch, 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 hoch. Verkackt. Verkackt hab's ich hier. Oh mein Gott. Und das ist ja echt der Riss. Jetzt haben wir nochmal drauf. Dunk drauf gelandet. Entladung dadurch. Im Ernst. Ich werde leicht dezent krank. Das ist nicht gut. Ich dachte nur Weitsprung, aber egal. Jetzt hier kommt der Weitsprung. Ich nenne den Pfosten mit. Ich kann auch noch mal versuchen. So, jetzt. Punktlandung. Das war eine Punktlandung. So, jetzt ja nicht im Zug leiden. Nein, ich hätte beinahe den Punkt, aber egal. Dann noch mal was hier. Willi. Und drüber fliegen. In den Punkt. Also so soll es laufen. Okay, da drauf kommt man ganz einfach. Punkt. Ah, ich mache aber Respawn, weil ich will da nicht durchkrauchen. Einfach. Respawn. Kommt noch was? Ich denke mal, es kommt noch was. Ich denke. Thank you.
Alles klar, ich war immer daneben. Und die waren jetzt ein schön Schmackes hier. Jawohl, und den Bunker. Sehen wir uns gleich beim nächsten Party-Parcours. Bis gleich. Und willkommen zurück zur Map Nummer 2. Und das ist ein Factorous Bike Parcours. Wieder vom lieben Wasteland Metals. Und die Map ist in der Beschreibung auch mit. Oh. Fick. Ups. Kann ja mal passieren. Und ja, eigentlich wollte ich sie gleich durchhauen, aber keine Ahnung. Falschen Knopf gekommen. Ich hab's heute. So. Heute läuft's aber richtig. Läuft bei mir. Also, alle jetzt in den Kommentar, Hashtag läuft bei dir. So, dann gehen wir nochmal rein. Ja, kennt jeder. Kann jedem mal passieren. So. Dann legen wir mal hier los. Ich bin voll aufgeregt. Nicht Spaß. Aber diesmal fürs Ziel, weil ich denke, der hat wieder am Ziel sowas Cooles gemacht wie hier, wie beim letzten. Ja, ich starte das alleine. Dass er da wieder ins Ziel springen muss. Vielleicht hat er da wieder sowas gemacht, aber mal gucken. Und wenn das so gemacht wird, dann macht Spaß bestimmt. Ich muss mal einen anderen Helm holen, das taugt man nicht mehr. Hüp, 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 auf geht's. Alter, zum Glück habe ich den Bug gebremst. Erstmal hier grinden. Und dann geht's mal schon weiter. Oh, Bilder. Ach, aber das geringe kann sein. Schade, aber hätte ja klappen können, aber einen Punkt haben wir zumindest. Ich hätte Speed holen sollen. Okay. Wenig Speed reicht. So, falls ihr meins. Und durch den Schlitz. Weil manchmal kann man sich denken, wo die Punkte sind. Aber nicht durch den Schlitz. Ist ja völlig zu weit, oder? Ja. Aber ist ja kein Problem für den Game. So, ja. Jetzt haben wir auch die Stunde. Aber der hat echt coole Maps, finde ich, ohne Scheiß. So. Einfach fliegen.
geht's hier weiter. Achtung. Hätte ja klappen können. Aber es ist halt nicht so immer so einfach, wie man es denkt. Jetzt ist er verrückt. Hippa! Und oh, in den nächsten Punkt gegleitet. Und die Party steht genau in Fahrtrichtung. Ich kenne nicht direkt Fahrtrichtung, aber indirekt. Zack, da ist der Punkt. Anderes Fokus, aber das Ding ist echt heftig, muss man so sagen. Und hier sind so Dinge nicht ganz einfach. Alles klar, ich fahr durch. Was ist los mit mir? Einfach auf die Rampe drauf verpassen, oder? Bats! So macht man das mit der Fresse in die Wand knutschen. Was anderes passt einfach nicht. Die Wand knutschen. So. Ein Springlauf oder was? Alles klar. Ich fliege einmal mit dem Kopf gegen den Zaun und Zaun kaputt. Eigentlich heißt es eigentlich Kopf kaputt, aber ich habe ja einen Stahlkopf. Laut dem Spiel habe ich einen Stahlschädel. Ja, ich bin recht gut drauf, muss man schon mal sagen. Wahrscheinlich hätte ich um die Karte da wissen sollen. Ich bin ja eigentlich auch selber Mapperbauer. Weil ich kann es eigentlich auch gut. Wie man schon in der ersten Folge gesehen hat, ist die Level German Parcours, der war ja von mir selber. Sein Ernst. Tschüss. Aber du kannst da runterfallen, so viel du willst. Hä? Die. Oh lol. Hat der da Elemente hingebaut? Oder war der schon vor? Okay. Mal gucken. Vorgegebenes Element. Das hat er nicht hingebaut, das war schon stumm. Okay, das wollte ich eigentlich nur inspizieren von dem. Da machen wir jetzt auch Elemente, die. Das ist eigentlich hier. Gibt es wieder einen Sprung? Aber ich kann trotzdem von der Party. Damit verabschiede ich mich von euch. Oh, doch nicht. Aber egal. Egal. Das war's für heute, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Falls euch die Folge hier gefallen hat, lasst ein Like. Und falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, haut die Abo-Taste. Drückt sie. Verprügelt sie, macht sonst was damit. Hauptsache ihr drückt sie. Und falls ihr keine Folge mehr von mir verpassen wollt, drückt, abonniert mich
und aktiviert die Glocke neben dem Abonnier-Button. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.